Hallo und willkommen zurück zu Secret of Evermore. Wie ihr jetzt gleich sehen werdet, die Waffen sind alle hochgelevelt und ja, ich bin wieder an Terrorfels und habe hier mal wieder gelevelt. Wir gehen jetzt zur Schachbrettebene. Wir haben alle unsere Zauber aufgefüllt, wir haben alles eingekauft gehabt. Ich habe jetzt in den Kämpfen natürlich keine Zauber großartig verwendet, weil ich mir ein bisschen an Material sparen wollte. Wir wollen ja in erster Linie jetzt dahin, wo es dann weitergeht. Ich bin echt mal gespannt, ob wir heute eventuell sogar schon den letzten Part haben. Das heißt, wir hätten genau 40 Parts gebraucht. Zugegeben, es hätten ein paar mehr sein können, dadurch, dass ich hier nur wieder mal so XXL-Parts gemacht habe. Aber gut, die XXL-Parts waren in den meisten Fällen nicht so geplant. Verzeihung. Ich bin auch momentan immer noch leicht angeschlagen. Irgendwie eine verschleppte Grippe. Aber ich wollte heute einfach mal aufnehmen, weil ich schon gesagt habe, dass ich gerne relativ schnell weiterführen wollte, damit ich bald das nächste Let's Play starten kann. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob es dann wirklich mit Secret of Mana weitergeht oder ob ich ja noch ein anderes Projekt vorhabe. Das Schöne ist ja an diesen neuen Waffen, die wir haben, ist egal welche Waffe wir ausgerüstet haben, wir können die fliegenden Gegner killen. Wenn wir sie dann treffen. Die versuchen wir mal ein bisschen zu ignorieren, nach größtenteils, wenn die uns vorbeilassen. Ansonsten kriegen sie jetzt einen gepellt. Gott sei Dank nervig. Egal in welchem Spiel, sobald der Gegner fliegen kann oder einen Bogen hat, wird er nervtötend. So. Ach, mach dich weg. So, jetzt aber. Jetzt rein bei Ebony. Energieeinheit erhalten. Okay, da habe ich ehrlich gesagt gedacht, dass da mehr kütt. Willkommen, Fremder. Ich bekomme nicht oft Besuch hier unten. Der Hadesritter schreckt alle Besucher ab. Siehe da, du hast den Orakelknochen. Ich habe hier zwei alchemistische Formen für dich, die du sicher gebrauchen kannst. Das Kraftfeld wehrt selbst die stärksten Angriffe ab. Und die Unterbrechung friert deine Gegner ein. Okay, den sollten wir ausrüsten. Gigakraft würde ich auf keinen Fall rausnehmen wollen. Große Explosion. Nitro an sich ist nicht schlecht. Wir können leider nicht so viele Zauber mitnehmen. Super Sog, stetige Gegner KP. Ich würd sagen, wir nehmen tatsächlich mal das, obwohl. Super Schild. Kraftfeld war das neue. Möchtest du Zutaten kaufen? Ja, gucken wir mal. Oh. Da haben wir ja gar nichts mehr von. Da müssen wir aber mal schnell mal zulangen. Alles voll, alles voll. Können wir nicht mehr kaufen. Viel Glück und sei vorsichtig. Da haben wir ja noch einen weiteren Zauber bekommen. Wenn das Projekt abgeschlossen ist, werde ich mal nachschauen, ob ich auch wirklich alle Zauber bekommen habe. In dem Falle werde ich dann auch beischreiben, dass ich, dass es dann 100% ist am Ende auf, als Titel. Wenn nicht, dann natürlich nicht. Macht Sinn. Ich bin echt mal gespannt.
gucken, dass ich da rechts rauskomme. Sackgasse. Wir können aber mal Nitro verwenden. Ups, falscher Zauber. Na, ist natürlich noch nicht so hoch gelevelt, beziehungsweise doch gar nicht gelevelt. Aber ihr seht schon, macht dafür, dass es ungelevelt ist, schon ganz gut Damage. Mir wurde auch schon was gesagt, dass es einen optionalen Boss gibt. Ich hoffe mal, dass wir den finden. Würde ja zur Vollständigkeit dazu zählen. Ich gebe mir natürlich Mühe, das herauszufinden mit dem optionalen Boss. Den einen Code, den wir eingeben mussten, habe ich mir mal aufgeschrieben für den Fall der Fälle, dass wir den nochmal brauchen werden. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den brauchen, aber wenn ja, dann habe ich ihn zumindest hier schon mal liegen. Muss ich extra nochmal ein Video dafür starten. Also meine letzte Aufnahme muss ich ja nicht nochmal extra starten. Ja, hier hatten wir ja letztes Mal ja noch einiges eingesackt. Auf eine Azitopia. Kosmokraft wird dir gegen Edgar behilflich sein. Oh. Ja. Ich sage, nehmen wir Nitro raus und dafür die Kosmokraft rein. Für diese Formel brauchst du Eisenerz und einen Kristall. Wendest du sie an, wird dein nächster Schlag ein Volltreffer sein. Spielstand speichern? Ja, das werden wir mal tun. Aus Erfahrung her werde ich dann nochmal einen weiteren Spielstand anlegen, falls ich mal wieder irgendwas vergessen habe. Handlungsmodus aktiviert. Naja, da kriegen wir sowieso nichts mehr. So, jetzt ist die große Frage, wo müssen wir lang? Bevor unser idiotischer Hals sich selber umringt, machen wir lieber unten das komische Ding nochmal kaputt. Da gab es gerade nur ein Problem. Ich war noch auf Level-Modus eingestellt.
So. Das ist nämlich, solange die Dinger aktiv sind, kommen wir hier nicht durch. So. Okay. Hier konnten wir vorher nicht lang. Ah, okay. Hier sind die Händler nochmal. Okay. Ja, hier ist er ja mit seinem Blau, Grün, Blau. So, einmal eine Vollheilung. Jetzt ist die große Frage, wo müssen wir hin? Okay, das Fritte. Ups. Ich habe eine Vermutung, dass wir vielleicht sogar zum Anfang zurück müssen, weil da war ja noch so ein Porter, der inaktiv war. Eventuell ist er jetzt aktiv. Kann natürlich auch sein, dass ich komplett falsch liege und wir eigentlich hier gar nichts erreichen. Na, bis jetzt haben wir ja noch nicht so viel Neues gesehen. Voll daneben. Ah, ist das Scheißding immer noch nicht Fritte. So. Okay. Dann hoffen wir mal, dass hier war, glaube ich, nicht weiter, aber hier links könnte eventuell weitergehen. So, hier war der Teil mit dem Raptor. Okay.
gerne alles killen, weil die Waffe ist sowieso auf Max-Stufe. Große Frage ist nur, wo müssen wir lang? Mit den Dingern hier können wir anscheinend nichts anstellen. Das könnte eventuell das Richtige sein. Bingo. Möchtest du den Spielstand speichern? Jo, wollen wir. Auf Wiedersehen. Da müssen wir mal mit etwas mehr Feingefühl ran. Feste drauf. So, Hund will irgendwie gerade nicht angreifen, warum auch immer. Mir ein Wunder, wie ich da noch weggeweht werden kann, weil da ist ja eigentlich nichts mehr, was Luftstrom verursacht. Verzeihung. Hier ist noch einmal Luftstrom. Festgebackt. Ach komm. Das doch. Das war jetzt gerade echt doof. Also, das war jetzt unnötig, weil ich an Damage einstecken musste. Ich war da komplett festgebackt. Ich kam da nicht mehr weg. So, das müsste es gewesen sein. Aua. Thank you.
Okay. Jetzt wird's haarig. So, wir gerade ein bisschen stöbern, aber gerade ein bisschen konzentrieren. Ich glaube, bei denen ist die beste Taktik, um im Kreis zu rennen. Unser Robohund macht das schon. Wie unser Hund uns gar nicht unterstützt hier. Ah, das ist also die Kosmokraft. Mega geil. Ah, okay, okay. Das ist mega geil. Ich glaube, für Kosmokraft ist die Waffe mit am besten. Vor allem, der braucht ja fast überhaupt nichts, wenn man so sieht. Reinius Roboter kaputt. Ich weiß nicht, ob das der Hauptauftrag war.
Ah, unser Robohund ist aber ganz schön robust. Das vor allen Dingen 95 mal einsetzen, das ist so OP. Eieiei, da muss man aber ganz, ganz schnell heilen. Übel ist sehr stark. Okay, ich würde sagen, wir nutzen mal ein paar Zauberperlen ein. Disruptor, Stromschock, Regeneration. Lavarex, okay. Mit Kraftfeld ist wirklich mega gut. Was mich mal interessieren würde. Oh, geht auch. Mega gut. Oh. Du sollst nicht schnüffeln, du sollst kämpfen. Au. Ah, nicht ohne, nicht ohne. Ach verdammt. Sollte auf beide gehen.
Gigakraft erhält Level 1. Okay, nice. Echt nicht ohne der Gegner. Edgars Roboter, okay. Also Terminator, den er da geholt hat. Übles Vieh. Oh. Dafür wirst du bezahlen, Mensch. Kraftfeld absorbiert. Erika Leichter 46. Nicht sofort laut, Blecheimer. Nein! Nein, ich verliere meine Kraft! Kosmokraft lässt nach. Also. Edgar hat das Gebäude verlassen. Sieht so aus, als ob sein TÜV abgelaufen wäre. Ey, Prof. Was wird nun aus Evermore? Gute Frage. Keine Ahnung. Edgar hat die bösen Kreaturen in Evermore erschaffen. Nun, da er deaktiviert ist, schätze ich, dass sich alles wieder normalisieren wird. Doch sieh lieber selbst nach. Ich werde dich nach Evermore beamen mit meinem Projekt Omatic Subtrator. Also mal sehen. Drücke mal hier drauf. Und zieh mal da. Ja, das sieht gut aus. Na, ich glaube, den Bonusboss haben wir übersehen. Da scheint ich irgendwas falsch gemacht zu haben. Vielleicht lege ich den nochmal nach. Ich gucke da mal nach, ob wir den irgendwie noch kriegen können. Und mache den als extra Part. Einmal aufräumen. Boah, das erinnert mich an Monsterkampf in Milchtütenmassaker. What the fuck? Nun, ich schätze, Evermore wird von einer gewaltigen Explosion zerstört werden. Durch die Deaktivierung von Edgar ist das Gleichgewicht der Kräfte aus den Fugen geraten. Die einzige Möglichkeit ist, alles zu retten, ist, Evermore zu verlassen. Wir sollten nun gehen und unsere Freunde mit uns nehmen. Oder Evermore wird nicht mehr lange seinen Namen gerecht werden. Oh oh, jetzt geht's aber los. Thank you.
kommt einiges auf uns zu. Ich schätze, die Kiste schafft es nicht. Erik, du musst doch mal zurückkehren. Du musst Sora, Hector und Gunilla finden. Dann erst können wir nach Hause. Das ist Evermore einzige Hoffnung und auch unsere auch. Wir werden es schaffen. Wie schätzt du unsere Chancen ein? Mal sehen. Ich konnte fusionieren diese Formel und degratiniere diese. Dann die fünfte Wurzel dividiert und zwei im Sinn. Ja, deine Erforschungen sind gleich null. Dennoch, dabei sein ist alles. Komm schon, Lucky. Unsere Freunde warten bereits auf uns. Erdbeben schlimmer wird, ist das ganze Dorf verloren. Schluchz für immer und ewig. Da hast du recht, die Erdbeben war noch nie so stark wie jetzt. Sora, du musst sofort mit mir kommen. Evermore wird untergehen und wir sind der Grund dafür. Sauerbär, nun heißt Lebewohl sagen. Ich danke dir und den anderen Dorfbewohnern. Ich habe dir so viel zu verdanken. Nun wird diese Welt wegen mir zerstört. Kannst du mir verzeihen? Sorry, meine Stimme versagt ein bisschen. Feuerauge, super. Hör doch auf und zu weinen. War der Text so schnell weg, sorry. Es ist meine Schuld, ganz allein meine Schuld. Ich muss euch sofort verlassen. Können wir gehen, Sora? Einen Moment noch. Schluchz, schlauer Bär. Schluchz, ich werde dich vermissen. Ich weiß, mein Kleines, ich weiß. Aber jetzt geh besser, du gehörst nicht nach Evermore. Wir werden immer an dich denken. Kleines Feuerauge, Schnüff. Alles droht zu zerstören, aber erstmal ewig lang reden. Nee. Wahrscheinlich wegen wie lange geredet sind die Chancen so schlecht eingeschätzt. Ich glaube, die Erdbeben werden schlimmer. Du hast recht, mein Freund. Ich hoffe, es bricht keine Panik aus. Was doch, wird es schlimmer als beim letzten Sommerschutzverkauf. Ja. Hector! Gute Güte, beruhige dich erstmal, was ist los? Evermore geht unter, wir müssen fliehen. Fliehen? Ich kann hier nicht weg. Doch, lass uns gehen. Dies ist nicht unsere Welt. Je länger wir bleiben, desto schlimmer wird es. Hector, wenn der Junge recht hat, solltet ihr hier schnell verschwinden. Keine Sorge, ich werde das Kind schon schaukeln. Ich glaub dir, mein Freund, du bist ein guter Mann, Moronius. Du auch, Hector Lektor. Genug geschwafelt, ihr müsst los. Ich glaube, das wird ein extra Part werden mit dem Special Boss.
Und das wird anscheinend hier ein XXL-Part, wenn ich mir mal gerade so die Zeit ansehe. Oh Gott, ich habe solche Angst. Gunilla, wir müssen gehen. Evermore geht unter. Keine Zeit für Erklärung. Gunilla, mein Schatz, verlasse mich nicht. Du hast den Jungen gehört. Die Burg gehört dir. Beeilt euch, Leute. Bis zurück nach Groß-Ostheim. Die Zeit wird knapp. Adios, Edgar. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Wo ist eigentlich Erik? Es bleibt nicht viel Zeit. Ja, wo bin ich denn? Hoffentlich schafft er es. Komm schon, Lucky. Los jetzt. Vergiss die Katze. Wir wollen noch nach Groß-Ostheim zurück. Wow, das kam gut. Hallo, Lucky. Toll, dass du alles gut überstanden hast. Endlich ist alles wieder normal. Groß-Ostheim, es hat sich nichts verändert. Ich frage mich, ob die Nähe zu Nintendo nicht doch meine Fantasie beflügelt hat. Wow. Ich glaube, wir haben die Antwort. Endlich sind wir wieder zu Hause. Gerade noch rechtzeitig. Allerdings. Jetzt gehe ich erstmal zu meiner Frau. Sie müsste inzwischen 63 Jahre alt sein. Schnüff, ich glaube, ich werde Evermore vermissen. Und ich meine Sahnetochten. Was wohl aus Evermore werden wird? Tja. Wie es aussieht, ist unser Projekt abgeschlossen. Es wird zwar jetzt noch einen Bonuspart geben, wo wir den Secret Boss machen. Ich werde mir mal angucken, wie wir den machen können. Und ich muss sagen, Secret of Evermore hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Das ist ein verdammt gutes Spiel und ich freue mich schon drauf, das nächste Projekt dann bald zu starten.
kann es ehrlich gesagt gar nicht erwarten, noch den Secret Boss zu machen. Ich bin echt gespannt drauf. Also das Projekt ist soweit abgeschlossen. Der letzte Part ist so ein optionaler Part, sage ich mal. Und im letzten Part will ich dann auch erwähnen, ob wir auch wirklich alle Zauber gefunden haben. Und wenn es wirklich so ist, dass wir alle Zauber haben und uns wirklich nur noch der optionale Boss fehlt und ich den nachgereicht habe, dann haben wir wirklich alles gemacht. Könnt mir ja gerne mal drunter schreiben, wie euch das Projekt gefallen hat. Und ja, vielleicht habt ihr ja noch so ein paar kleine Ideen, was ihr gerne mal als Spiele sehen würdet an Let's Plays. Alundra 2 ist ja schon gefallen, das werde ich dann auch noch Let's Playen, keine Frage. Und aktuell ist ja noch Starwing am Laufen, was das aber auch nicht mehr so lange läuft. Also ich denke mal nicht, dass ich es komplett schaffen werde. Dann läuft auch noch Lufia. Ich denke mal, da werden wir auch noch eine Weile dran sitzen, alleine schon wegen dem wegen der schönen Ahnenhöhle, die wir noch machen müssen. Ich bin da noch im Überlegen, weil es kommen wohl noch ein paar stärkere Charaktere, beziehungsweise ein sehr, sehr starker Charakter. Ich weiß da noch nicht wer, aber das werde ich dann sehen. Und erst wenn dieser Charakter da ist, kann das auch sein, dass wir die Ahnenhöhle dann mal wirklich richtig schaffen. In dem Falle werde ich mit dem Charakter dann die Ahnenhöhle mal versuchen. Und ansonsten, ja, mal schauen, wie es weitergeht. Also Let's Play-Material ist noch mehr als genug vorhanden. Ich werde auch schauen, dass ich es irgendwie auf der Reihe kriege, mal die Jaul. Okay. Dass ich auch mal die PS2-Spiele so aufkriege. Dass wir dann noch ein bisschen mehr an Projekten machen können. Und natürlich an Erik und seinen tapferen Hund Lucky. Ah. Eine Erwähnung des Namens am Ende. Warum nicht? Nice. Jo, dann würde ich sagen, für die, die der optionale Part nicht so interessiert, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Projekt und für die anderen, wir sehen uns dann im optionalen Part. Bis denn dann!